Gestern ist auf das Bürgerbüro des Abgeordneten Karamba Diaby in Halle ein Angriff verübt worden mit Schusswaffen. Ich glaube, dass ich im Namen des ganzen Hauses spreche, wenn ich sage, das ist ein empörender Vorgang. In einer Demokratie darf Gewalt niemals ein Mittel der Auseinandersetzung sein. Sie tun alles im sogenannten Kampf gegen rechts, sind aber auf dem linken Auge blind. Dabei sind es gerade Linksextremisten, die permanent unsere Polizei angreifen. Weit mehr als die Hälfte der linksextremistisch motivierten Gewalttaten sind gegen die Polizei und die Sicherheitsbehörden gerichtet. In unserem Land sind menschenverachtende linksextremistische Angriffe gegen die Polizei mittlerweile Alltag. Jeder muss wissen, dass hetzerische Sprache, Herr Hess, die Vorhut der Gewalt ist. Und bei nicht wenigen von Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie nicht dennoch so reden, sondern deshalb so reden. Sie sind die Hetzer in diesem Land. Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie ist und bleibt ein Wagnis, weil sie sich völlig ihren Bürgerinnen und Bürgern anvertraut. Jeder, der sich abwendet, fehlt der Demokratie. Und deshalb dürfen wir niemanden Achselzuckend ziehen lassen. So sagt Frank-Walter Steinmeier, und er hat recht. Demokratie, Toleranz, Menschenfreundlichkeit, das ist eine Lebensform, von der Sie nichts verstehen hier im rechten Leiten. Sie entsteht nicht von selbst, sondern fordert unseren täglichen Eindruck. Denn, letzter Satz, so wenig der Demokratie vor 100 Jahren ihr Scheitern vorherbestimmt war, so wenig ist heute ihr Gelingen garantiert, mahnt zu Recht der Bundespräsident in seiner Erinnerung an die Weimarer Republik. Und wer Sie reden hört, soll denken an die Mahnung Brechts im Arturo Ui. Der Schuss ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Herzlichen Dank. Wenn Sie mal vergleichen, auf welche absoluten Zahlen von Amtsträgern sich diese Angriffe verteilen, erkennen Sie vielleicht widerwillig einen gewissen Trend. Und solche Hassreden wie vom Kollegen Dahltrupp eben können ein Indiz sein, woher das kommt. Und Herr Hess, Sie haben es eingangs ja mit dem Blick nach links und etwas mit dem zugekniffenen rechten Auge gesagt, dass das alles so ein linkes Phänomen wäre. Ich habe mir den Spaß gerade mal gemacht und kurz gegoogelt, nur Polizei, AfD und Verletzung bei Google eingegeben. Der erste Vorfall war einer vom letzten Samstag in Dresden, Kabarett gestürmt, Rechtsextreme, ein Bierglas als Waffe verwendet, scheiß Asylanten, Zitat, gebrüllt und wählt doch die AfD. Gerufen und Sie glauben, das hat alles nichts auch mit Ihrer Arbeit hier und auch mit der Hetze draußen in den Zeitungen und in Portalen zu tun? Ich glaube schon. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, vielleicht einen kleinen Hinweis, weil wir ja Dienstleister sind des Präsidiums gegenüber den Abgeordneten. Das Pult hat mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sehen dort die Uhrzeit, die für Sie läuft. Dann blinkt es gelegentlich, da steht Präsident drauf, das bin ich dann, mit der Bitte, doch zum Ende zu kommen, bevor ich das verbalisieren muss. Und links davon sind zwei Knöpfe, einer nach oben, einer nach unten. Damit können Sie das Pult selbstständig rauf und runter fahren. Und die Redezeit beginnt erst zu laufen mit Ihrem ersten Wort. Also Sie können da vorne auch trinken und alles Mögliche sortieren und rauf und runter fahren. Die Redezeit wird davon nicht berührt. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Uli Nissen das Wort für die SPD-Fraktion. Nee. Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank nochmal für den Hinweis. Um es vorwegzunehmen, Herr Kollege Höderlin, wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen können, und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen. Die wirkliche Wichtigkeit, die Sie dem Thema einräumen wollen, die zeigt sich übrigens so ein bisschen in der Genese der Tagesordnung für heute. Sie haben sich erst ausgedacht, dass Sie hier das Thema diskutieren wollen. Dann war Ihnen ein anderes Thema wichtiger. Dann haben Sie noch mal umdisponiert. Und dann kamen Sie mit diesem etwas hilflosen Antrag. Das ist übrigens ein Gemisch von Ideen, die von uns kommen, die Sie ein bisschen übernommen haben. Um dann im Einzelfall, da werde ich darauf eingehen, und so ein bisschen überkommenen Positionen. Sie sind witzigerweise Sie sind so in etwa der Letzte, offensichtlich auch in Ihrer Fraktion, der noch sagt, dass das NetzDG gar kein Erfolg war. Da hätte ich Ihnen sehr ans Herz gelegt, die Anhörung im Rechtsausschuss. Da war es ja tatsächlich so, dass Ihre Fraktion über weite Strecken der Anhörung gar nicht vertreten war. Also Ihr Interesse ist oftmals leider nur vorgeschoben. Und deswegen, meine Damen und Herren, kommen wir zur Sache. Schlicht falsch ist die Behauptung,
es würde eine Klarnamenpflicht angestrebt werden. Das hatte ich Ihnen schon mal hier berichtet. Mit der Unionsfraktion ist eine Klarnamenpflicht nach intensiver Debatte nicht zu machen. Weil wir, wissen Sie, Frau Künast, bei uns ist es vielleicht ein bisschen anders als bei der Fraktion der Grünen. Bei uns dürfen einzelne Mitglieder natürlich auch abweichende Meinungen haben. Die werden nicht gleich niedergebrüllt. Und insofern, meine Damen und Herren, Klarnamenpflicht wird es bei uns mit uns nicht geben, weil wir gesagt haben, eine Verpflichtung wird, nun reden Sie mal bitte nicht dauernd dazwischen, eine Verpflichtung wird es mit uns nicht geben. Wir gehen den Weg der Anreize. Ich, Frau Künast, ich habe noch gar nichts gesagt, da gibt es noch gar nichts dazwischen zu reden. Ich glaube, Sie haben schon Visionen, Brandner-Visionen, oder? Und gestern Abend dann dieser sogenannte Antrag, meine Damen und Herren, so sieht die Parlamentsarbeit der Freien Demokraten hier im Haus aus. Hektisch ein bisschen hier, hektisch ein bisschen da, ein bisschen von der AfD abschreiben, viel von den anderen abschreiben, daraus einen vermeintlichen Digitalcocktail mixen und auf Beifall hoffen alleine. Der kam nicht, ihr Liberalalas, und er wird auch für einen so wurschtigen Antrag, wie er den hier vorgelegt hat, nicht kommen. Ihr könnt froh sein, dass keiner darüber berichtet und keiner draußen merkt, was ihr hier so zusammengestückelt habt. Damit, meine Damen und Herren, ist eigentlich alles zum gelben Murks gesagt und ich könnte meine Rede hier tatsächlich beenden, wenn ich nett wäre. Sie wollen gegen alles Vernünftige, gegen alles Bürgerliche vorgehen. Aber genau das wird mit der AfD nicht zu machen sein. Denn wir stehen inzwischen leider fast alleine für einen liberalen, demokratischen, meinungspluralistischen Rechtsstaat. Alleine wir sind in der Lage, vernünftige bürgerliche Politik zu machen. Und genau deshalb hassen Sie uns von den Altparteien so sehr. Herr Kollege Brandner, ich gehe davon aus, dass das kleine Scharmützel, was Sie mit Frau Künast am Anfang hatten, Sie daran gehindert hat, das Präsidium ordnungsgemäß anzureden. Zu Ihren Gunsten gehe ich davon aus. Das hat Sie sehr beschäftigt. Ansonsten müsste ich Ihnen einen Ordnungsruf erteilen. Davon sehe ich noch mal ab. Frau Künast, ich stimme vielem zu, was Sie gesagt haben, aber an der Stelle will ich mal sagen, im Kampf gegen rechts würde ich mir auch mal wünschen, dass in Hessen zum Beispiel die NSU-Akten mal offen gemacht werden und nicht 30 Jahre unter Geheimhaltung gelegt werden. Das würde sehr, sehr viel helfen, meine Damen und Herren. Da kann jeder von uns, wo er in der Verantwortung steht, auch was dazu beitragen. Das ist mir wichtig an dieser Stelle. Werte Antragstellerinnen, es braucht keine Kommission. Hand aufs Herz, was macht einen guten Politiker aus? Glaubwürdig, authentisch, kenntnisreich, Liebe zu Land, Kultur und Volk, Dienst am Bürger. Das Geschlecht spielte bislang zu Recht eine untergeordnete Rolle. Schließlich lautete das Credo der Feministin über die Jahre, dass sie nicht auf ihre Geschlechtsorgane reduziert werden wollten. Ihr Ansinnen, meine Damen, das müssen Sie sich leider sagen lassen, ist ein zutiefst sexistisches, weil es vor die Dämmerung der Frauenbewegung zurück möchte und Menschen zunächst danach beurteilt, ob sie Holz vor der Hütte haben oder eben nicht. Sie wollen Sexismus in den Stein der Gleichstellungspolitik meißeln. Damit müsste die Diskussion über dieses Thema eigentlich schon beendet sein, weil doch niemand hier im Ernst dem Wiedererstarken des Sexismus den Steigbügel halten möchte, oder? Warum müssen genau mehr Frauen in den Parlamenten sein? Weil sie bessere Politik für Frauen machen, meine Damen, sie machen sich lächerlich. Überwiegend Herren haben all dem zugestimmt, was wir heute als Errungenschaften für Frauen feiern. Und obwohl viele Frauen im Bundestag vertreten sind, wird die Lage für Frauen in Deutschland immer prekärer, weil viele von ihnen nicht bereit sind zu sehen, dass zuwanderndes Steinzeitpatriarchat für Frauen in Deutschland nicht zu mehr Gleichberechtigung und Chancen führt, sondern zu mehr Unterordnung, Vergewaltigungen, Beschneidungen, Kinderehen, Polygamie, Ehrenmorden und so weiter. Die Einrichtung einer Kommission, etwa angesiedelt beim Bundestagspräsidenten, hätte eine Brücke und ein Kompromiss sein können. Eine langatmige Enquete-Kommission war für uns schnell vom Tisch. Und eigentlich wollte ich es nicht sagen, aber wenn man nach dieser Rede von Frau Höchst hört, kann man sich nicht vorstellen, dass die AfD den Vorsitz einer solchen Enquete-Kommission bekommt. Und liebe FDP, man könnte fast meinen, es wird zur liberalen Tradition, sich oft zu treffen und Verantwortung dann aber nicht anzunehmen. Und heute lehnen Sie in Ihrem heutigen Antrag sogar gesetzliche Maßnahmen zur Erreichung von Parität gänzlich ab. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Wie lange wollen Sie eigentlich noch warten, bis Gleichstellung in diesem Haus Wirklichkeit wird?
Wir haben diesen Vorschlag gemacht, weil wir natürlich gespürt haben, dass es unterschiedliche Neigungen gibt zu gesetzlichen Regelungen zum Thema Parität. Und es zeigt ja auch der Frauenanteil in den einzelnen Fraktionen von um die 10% bei der AfD, ich glaube ungefähr 23% bei der FDP, ungefähr 20% bei CDU/CSU, ungefähr 56% bei den Grünen. Bei uns sind es 43%, bei euch sind es ungefähr 50. Das ist ungefähr die Frage. Haben wir gemerkt, dass es... Die FDP ist früh ausgestiegen als erstes. Dann haben wir gemerkt, in der Koalition bekommen wir nicht gemeinsam eine Haltung zu dieser Kommission beim Bundestagspräsidium hin. Und wir sind gebunden an den Koalitionsvertrag, in dem drinsteht, dass wir mit unserem Koalitionspartner immer gemeinsam abstimmen. Und das ist die Situation. Und deshalb sind uns hier die Hände gebunden. Sehen Sie das nicht auch? Ja, liebe Kollegen, also... Man muss nicht eine Zwischenfrage als Frage stellen, man kann auch eine Zwischenbemerkung machen, aber bitte keine Kurzintervention, sondern ja, eine Zwischenbemerkung etwas kurz. Bitte, Sie können jetzt auf die Frage antworten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, also liebe Katja Maas, mir ist schon klar, dass ihr in eurer unglücklichen GroKo-Ehe verhaftet seid und dass das letztendlich der Grund ist, warum ihr nicht, jetzt sag ich mal so salopp, so viel Arsch in der Hose habt und den Gruppenantrag mit unterstützt. Ich sehe aber auch, natürlich ist das für euch ein Problem, aber gleichzeitig ist es doch so, ihr werdet doch in der Konstellation keinerlei Paritätsfortschritte in der Wahlrechtsdebatte erreichen. Das heißt, wir brauchen eine Kommission, damit wir konkrete Schritte erarbeiten, damit wenigstens sozusagen zur übernächsten Bundestagswahl konkrete Maßnahmen für Parität festgeschrieben werden. Sind wir eigentlich in der Kneipe hier, oder? Ja. Ich wollte aber noch abschließend auch ein paar Worte an die Kolleginnen und Kollegen der FDP richten. Die Gründe für einen geringen Frauenanteil im Bundestag sind doch ziemlich klar. Dafür braucht es ehrlich gestanden keine Studie und keine große Untersuchung. Festgefahrene Strukturen in Parteien und Wahlrecht, bei Listenaufstellungen werden Frauen übergangen, eine politische Kultur, die immer noch Männerbünde honoriert, um nur ein paar Punkte zu nennen. Und die FDP selber ist eigentlich ein Garant dafür, dass genau daran nichts geändert wird. Und um diese genaue Analyse durchzuführen, um die zielgerichteten Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht auch verschiedene, die den verschiedenen Vorstellungen gerecht wird, war unser Weg die Einsetzung einer Enquete-Kommission. Sollte innerhalb eines befristeten Zeitraums bis Ende 2020 ein klar definierter Auftrag her. Und diese Enquete-Kommission ist auch in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags vorgesehen. Ich weiß, es hat Ihnen nicht, gefällt Ihnen nicht, weil wir natürlich wahrscheinlich dann den AfD-Vorsitz hätten. Wobei, wir haben natürlich im Ausschuss auch mal ab und zu einen AfD-Vorsitzenden und es hätte ja nicht unbedingt Frau Höchst sein müssen. Ja, es wäre vielleicht auch noch jemand anderen. Aber liebe Grüne, seien Sie mir nicht böse, es ist eine pure Heuchelei, dass gerade Sie hier so einen Antrag stellen. Denn als wenn es Ihnen etwas an, wenn Sie etwas gegen völkerrechtswidrige Tötungen hätten, ja. Jetzt, wer war der erste Außenminister, der Deutschland in einen Kriegseinsatz getrieben hat seit dem Zweiten Weltkrieg? Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer, ja, der war das. Und Herr Kollege, das geht so und nicht. Damals, ja, und damals, das geht so nicht. Das war ein Zitat von der Stadt Fischer, wissen Sie ja selbst. Herr Kollege Bistron, wenn Sie hier schon das Wort Arschloch verwenden, können Sie bitte noch mal klarstellen, dass Sie damit nicht den früheren Außenminister bezeichnet haben? Das kann ich nicht klarstellen, aber das war ein Zitat. Wenn Sie den früheren, Sie wollen also den früheren Außenminister als Arschloch bezeichnen, dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Danke. Wäre es nicht so ernst, dieses Thema, würde ich sagen, nach einer halben Stunde Vorprogramm und längerem Verweilen würde ich lieber nach der halben Stunde im Konzert von Rammstein zuhören, als dieses Schmierentheater, das ich jetzt zuvor gehört habe, mit anhören zu müssen. Es ist peinlich, in diesem Hause so argumentativ umzugehen. Das Problem wäre damit übrigens auch nicht gelöst, meine lieben Parteifreunde der Linken, nämlich ganz einfach Parteifreunde der Linken da drüben. Die US-Administration nutzt dann eben einen anderen Stützpunkt.
voraussichtlich in Osteuropa. Das ist es euch hoffentlich klar. Und damit ist der Antrag der Linken als völlig nutzlos entlarvt. Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Der Rede, ja.